Hallo Leute, herzlich willkommen zu Ihrer A1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Aksamaya, sie ist meine Kollegin. Mein Name ist Linette. Deine mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir beginnen mit Teil 1. Wir möchten euch kennenlernen. Okay, ihr habt die Worte. Dann fange ich mit meiner Vorstellung an. Mein Name ist Aksamaya. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kerala. Ich spreche drei Sprachen: Englisch, Malayalam und Deutsch. Ich bin Lehrerin von Beruf und meine Hobbys sind Malen und Tanzen. Okay, dann fangen wir an. Bitte stellen Sie sich vor. Ich heiße Lisna Latif. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Idukki. Ich wohne in Tolupuram. Ich spreche drei Sprachen. Meine Muttersprache ist Malayalam. Außerdem spreche ich Englisch und etwas Deutsch. Ich bin Studentin. Meine Hobbys sind Tanzen, Malen und Kochen. Das ist alles. Übermisch, danke. Ich bin Abin Karim. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kerala. Meine Muttersprache ist Malayalam und ich spreche andere zwei Sprachen, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student von Beruf. Meine Hobbys sind Fußball spielen, ins Kino gehen und manchmal Radfahren. Das ist alles über mich. Danke. Das war Teil 1, dann haben wir Teil 2. In Teil 2 stellt ihr Fragen und antwortest du bitte die Fragen aus mit Schülerin oder mit Schüler. Okay. Mach deine Frage, du beginnst und du antwortest. Was machen Sie mit deiner Familie am Wochenende? Am Wochenende gehe ich mit meiner Familie ins Kino. Okay, du fragst und du antwortest. Was haben Sie am Wochenende zum Frühstück gegessen? Ich habe am Wochenende Brot und Obst gegessen. Dann das war Teil 2. Dann fangen wir an mit dem dritten Teil. Im dritten Teil, ihr bekommt eine Karte mit einem Bild. Okay, ihr macht eine Bitte oder eine Frage. Okay, dann bitte macht ihr eine Frage oder eine Bitte. Sie dürfen hier nicht telefonieren. Es tut mir leid, ich habe das Bild nicht gesehen. Okay, dann machst du bitte eine Frage oder eine Bitte. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist 12 Uhr. Danke, das war Teil 3. Die Prüfung ist zu Ende. Ich wünsche Ihnen alles Gute.